Wenn man einen Hund anfasst, muss man eine Ganzkörperwaschung machen? Nein, du musst keine Ganzkörperwaschung machen. Wenn du einen Hund anfasst, wenn der Hund dich anfasst mit seinem Speichel, Zunge und Nase, dann musst du die Stelle waschen. Wenn das ein Gefäß ist, zum Beispiel du hast einen Teller und der Hund leckt das, dann musst du, dann ist das was anderes, als wenn er deine Klamotten und deinen Körper berührt. Weil der Prophet sagt, das heißt, wenn der Hund einen Teller oder ein Besteck, sage ich jetzt, leckt, dann musst du siebenmal und einmal mit Erde waschen. Das ist nur für Besteck und für Teller und, sage ich jetzt, Gefäße. Aber dein Klamotten oder dein Körper, da musst du die Stelle waschen. Wallahu ta'ala, ala wa alam.